Sieht sie nicht toll aus in ihrem neuen Kleid? Ja. Ja. Philipp, nee. Doch, doch. Ich habe auch mal die Nora gespielt. Das Essen ist fertig. Ja, los geht's. Ich habe noch ein paar Muscheln für Sie geklaut. Oh. Wir sind Schauspielerinnen. Boah, ich habe so eine Migräne. Hey! Wer hat meinen Sketch über die PLO geändert? Ich will nicht, dass jemand in meiner gottverdammten Arbeit rumfuscht. Ich habe meine Stimme verloren. Ronny, Ronny, du weißt aber schon, dass du in 25 Minuten auftreten musst. Toller Fang hast du, hä? Klingeln und auch Summen. Summen und Klingeln. Ja, ist es gesünder, wenn man was an beiden Ohren hat? Nichts Schlimmes oder so. Ein Gehirntumor. Wirklich? Vor 2 Monaten dachtest du, du hast ein bösartiges Melon. Ja, da war ein schwarzer Fleck auf meinem Rücken. Der war auf deinem Hemd. Woher sollte ich das wissen? Ich habe das Gefühl, die Menschen lassen sich auf ihre Umgebung nicht ein. Und dabei ist das so wichtig. Wie geht's dir? Gut. Weil die Tests von Mr. Sex zeigen an, dass er unfruchtbar ist. Könntest du dich vielleicht irgendwie ruiniert haben? Hackst du jetzt auch noch auf meinen Hobbys rum? Ich habe kein Interesse daran, irgendetwas zu verkaufen. Nein, Elliot, bitte, ich kann mich nicht darauf einlassen. Ich muss jetzt gehen, ich muss mir die Zähne reinigen lassen. Bist du in jemand anderes verliebt? Mein Gott, Holly schlägt nach mir. Das stimmt. Mal etwas Positives sein. Du bist in ihre Schwester verliebt. Ich hab's ja nicht mit Absicht gemacht. Ich hasse es, einfach mit anzusehen, wie du dich in eine Situation bringst, in der du verletzt werden könntest. Du willst also an Jesus Christus glauben? Ich komme gerade von einem Vorsprechen. Das hat mal wieder nicht geklappt. Oh. Wie bist du auf die Schlusspointe gekommen, in der der Architekt mit seiner Freundin, der Schauspielerin, nach Hause geht und seine Ex-Frau, die schizophren ist, im Busch sitzt und ihn ersticht? Keine Ahnung, ist mir einfach so eingefallen. Das war fantastisch.